So, dann schauen wir doch mal. Das Gitter hier kann man... Ah, abnehmen. Ratten, Ratten, Ratten. Gut gemacht, du hast ein Streichholz gefunden. Ich denke mal nicht, dass das Streichholz jetzt uns so viel weiterhelfen würde im Normalfall. Ich benötige eine Lampe. Ja. Ist okay. Ich würde mal sagen... So. Jetzt haben wir eine Lampe. Ah. Oh mein Gott, nee, das kann ich gar nicht lesen. Nee, das kann ich nicht lesen. Ich lese mir persönlich ein bisschen durch, aber nee. Dieses Brot ist steinhart. Man kann damit nur noch die Kakerlaken füttern. Ich glaube nicht, dass das hier hingehört. Ich glaube, ich sehe Hinterlassenschaften einer Ratte. Geht. Zumindest lässt das Fenster frische Luft herein. Nur wundert es mich, dass man da kein Tageslicht sieht. Das haben wir schon. Gefängniszellen. Wir sahen uns in der Zelle der zuvor genannten Polizeistation um. Das Bild, das sich uns bot, war nicht überraschend. Kälte, Dunkelheit, Ungeziefer, ein Ort für Kriminelle. Doch wichtiger noch, wir fanden ein Schloss, zu dem die beiden zuvor gefundenen Schlossteile gehörten. Ja, immerhin haben wir das gefunden. Gut, hier drin gibt's eigentlich nichts mehr weiter Interessantes. Interessantes. Das Schloss weiß ich noch nicht genau, wie das geht. Das riecht fürchterlich. Ich möchte nicht vor diesem Teller essen müssen. Ich habe den Grund für diesen schrecklichen Gestank gefunden. Und der wäre ein Bettlaken. Von hier aus hat man einen guten Blick auf die Stadt. Nein, warte. Das ist nur ein Backsteinwand. Oh Gott. Merkte aber schnell. Gut gemacht. Du hast ein Messer gefunden. Damit können wir jetzt vielleicht... Ah! Eine Nachrichtenröhre? Womit wir jetzt Folgendes machen können... Wenn du ständig Pause machst, lösen wir den Fall nie. Du, ich hab keine Ahnung. Das wird wieder mal so ein wilder Rätselspaß. Das sehe ich schon kommen. Mal eben gehustet. So. Warte mal, ich probiere mal was. Oh, Notizen. In einem verrotteten Leibbrot fand sich eine Nachrichtenröhre. Jemand gab sich alle Mühe, sie dort zu verbergen. Welche Geheimnisse sind wohl enthalten? Wir müssen eine Möglichkeit finden, sie zu öffnen. Ja, ich würde sagen, lass sie einfach mal auf den Boden fallen, dann geht sie mit Sicherheit auf. Aber nein! So schon mal nicht... Da auch nix.
Immerhin gibt's hier ein Kissen. Aha. Warte, was stand da nochmal? Oh, die. Da bin ich Hellseher. Jetzt spinnen gerade meine Boxen ein bisschen. So schon mal nicht. Alter, das wird ein langer Tag. Ein langer Tag. Könnte sogar klappen. Alter, da muss doch irgendwo eine. Nein! Oh, jetzt müssen wir nochmal machen. Ach nein. Gibt's hier nicht noch irgendwo was? Da ist Seife drauf. Okay, ich probier's einfach mal. So schon mal nicht. Ich habe übrigens jetzt ein neues Mauspad. Jetzt geht die Maus wieder einwandfrei. Das darf doch nicht wahr sein. Ah! Vielleicht ja. So. Na. Alter, weißt du was? Alter, ernsthaft? Oh. Ja, was haben wir denn da? Kein Wunder, dass sie diesen Raum abgeschlossen haben. Viele grausame Dinge sind hier geschehen. Okay. Ich wage mir kaum vorzustellen, welche Zwecke eine Schraubzwinge in einem Gefängnis erfüllt. Einiges. Okay. Offen ist es. Polizeibericht. Polizeikommissariat, Abteilung Kriminalpolizei, Paris, März 22, 1845. Oh Gott. Odenheimer Restaurantsbesitzer, der Zeuge meldet sich aus freien Stücken. Da er kein Französisch spricht, wurde ein Dolmetscher hinzugezogen. Er stammt gebürtig aus Amsterdam. Traum von Amsterdam. Die Pariser. Gendarmerie hatte kaum brauchbare Informationen für uns. Bei ihren Ermittlungen ziehen sie lediglich das Offensichtliche in Betracht. Ja, sie versuchen mit ihren Bemühungen zu beeindrucken. Doch das Ergebnis ihrer Untersuchungen
weicht kaum vom allgemein bekannten Wissen ab. Wir sollten uns nun mit Monsignor Odenheimer treffen. Oh, ich denke mir gerade was ganz anderes bei Odenheimer. Aber jugendfreies Let's Play. Maus? Maus! Ach, danke. Ja, willkommen, in meinem Restaurant, meine Herren. Guten Abend, Monsignor Odenheimer. Wir verfolgen die Spur des Mörders von Madame El Espanier. Dürfen wir Ihnen einige Fragen stellen, nachdem ich mal ganz kurz, ganz unauffällig gehustet habe? Ach. Natürlich, dieser Mord hat die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Niemand möchte mehr ausgehen. Verschüchterte Bürger sind leider, nicht gut für das Geschäft. Ist mir klar. Leider kann ich nur mit meiner eigenen Beschwerde dienen. Ich glaube nicht, dass dieser Odenheimer uns alles mitteilt, was er weiß. Wir müssen ihn ein wenig auflockern. Okay. Die Röhre enthielt den Polizeibericht eines Monsignor Odenheimer, gebürtig aus Amsterdam stammend, der in einem in der Nähe gelegenen Restaurant arbeitet. Wir sollten ihn unbedingt aufsuchen. Haben wir ja gerade gemacht. Name des Zeugen: Isidor Muset. Beruf: Gendarm. Besondere Anmerkungen: Bürger von Paris. Ach, schon wieder gehustet. Zeugenaussage: Ich wurde gegen 3 Uhr morgens benachrichtigt. Ich musste das Schloss aufbrechen, um das Haus betreten zu können. Aus dem oberen Stockwerk hörte ich ein schreckliches Schrei und plötzliche Totenstille. Es war ein Schrei voller Angst und Schrecken, der plötzlich abbrach. Zusätzlich ertönte ein lautes Gebrüll, das ich nicht näher zuordnen konnte. Weder Geschlecht noch Nationalität waren erkennbar. Restaurant. Monsignor Odenheimer war äußerst zögerlich. Was weiß er und warum zögert er, dieses Wissen mit uns zu teilen? Ein Glas Wein sollte seine Nerven beruhigen und seine Zunge lockern. Für eine Flasche Wein benötigen wir einen Korkenzieher, den ich natürlich immer mit mir führe. Ganz ehrlich, jetzt sollen wir den abfüllen, damit er uns... Als ob der nicht schon abgehärtet wäre als Restaurantbesitzer. Ich könnte einige Lieder spielen, doch dafür ist keine Zeit. Ist klar, wir haben nie Zeit, wir sind immer in Eile. Oh mein Gott, du musst 7 Unterschiede finden. 1. Zwei. 2. Ach so. Das zählt auch mit. Verstehe. Zwei Unterschiede. Irgendwas ganz Banales wahrscheinlich. Nein. Das ist gleich, ne? Alter. So mal eben gehustet. Nein, ja. Was war da jetzt der Unterschied? Ach ja, die Punkte, okay. Einen Unterschied, ernsthaft?
Ah, du hast ein Weinglas gefunden, das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir irgendwann einmal hier essen. Was meinst du? Ja, vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Wimmelbild. Oh mein Gott. Zigarrenschachtel. Oh mein Gott. I. Drei Lutschbonbons. Das war eine Kirsche. Alter, wo soll ich denn hier drei Lutschbonbons herbekommen? Sag nicht, das ist ein. Okay, es war ein Lutschbonbon. Aha. Paprikaschote, ein Pinsel. Ein Pinselchen. Sechs Flaschen. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs Flaschen. Eine Zwiebel. Zwiebel. Armband und ein Pinsel. So, haben wir alles. Kriegen wir jetzt den Wein? Ah, du hast eine Weinflasche gefunden. Okay. Oh mein Gott, ein Korkenzieher. Ein Fisch. Okay. Pilz. Erstmal anders hinsetzen. Zwei Äpfel. Ein Apfel, zwei Äpfel. Krebs. Ist bestimmt ein Sternzeichen. Da ist er ja. Tomate. Leuchterflasche. Ein Pilz. Ah, okay. Da ist er ja. Und jetzt kommt das, was wir nachher bekommen. Höchstwahrscheinlich. Boah, wo ist dieser Korkenzieher? Alter. Oh, Alter. Du hast einen Korkenzieher gefunden. Nee, jetzt nicht.